Hey Freunde und willkommen zurück bei Hidden Shadows 2. Ich bin froh, dass du hier zuschaust. Es macht mich glücklich und jetzt will ich euch glücklich machen, indem ich euch zeige, was wir tun sollen. Ich habe eine komplette Lösung nachgeschaut. Ich habe danach geschlagen im Internet. Ich habe einfach draufgeschlagen auf meinen Bildschirm, weil ich dachte, hey, wenn es heißt nachschlagen, dann musst du auch irgendwie schlagen. Sonst machst du es falsch und dann kommen wir wieder nicht weiter. Jetzt habe ich mir einen neuen Bildschirm besorgt, hat ein bisschen gedauert. Aber für euch verfliegt die Zeit ja wegen der Zeitverschiebung in 0, was rede ich. Wir müssen das hier irgendwo. Hier irgendwo ist es, oder? Da, pick it up a package. Wisst ihr was, das waren Koordinaten. Und ich habe stundenlang rumgesucht. Das war irgendwie das 17. Buch von... Nee, das 13. Buch von oben. Das 7. Regal von links. Pass auf, wir gucken mal. Das 7. Regal von links wäre... Das würde auch nicht mal passen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier oben müsste es gewesen sein. Das 13. von oben. 1, 2, 3, 4... Siehst du, das geht gar nicht. Ich hab's nicht begriffen. Oh, hier geht's noch. Was war das denn jetzt? So, auf jeden Fall haben wir es jetzt hingekriegt. Ich hab's euch mal erspart und das Spiel geht ja noch eine Weile. Wir müssen jetzt das auf jeden Fall zur Sporthalle bringen. Wo war noch verdammt nochmal die Sporthalle? Ich glaube da oben, oder nicht? Ja, genau, hier war das Gym. War das Licht hier auch schon aus? Warum habe ich das hier unten? So, damit da rede ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur verarschen, dass ich mit diesem Super-Headset so eine gute Qualität erziele. Und meistens in Skype, wenn ich mit Leuten skype und das Mikrofon wechsle, die sagen, dass es keinen Unterschied gibt. Sagt mir, dass es einen Unterschied gibt, auch wenn ihr nicht gehört habt. Los! Oh nein, alles voller Blut. Oh nein, wer macht das wieder weg? Oh mein Gott! Ja, wenn, dann könntet ihr auch den ganzen Raum füllen, dann fällt das auch wieder nicht auf. Und genau auf die Titte. Das sieht sehr schräg aus, das hier. Oh, der ist auch weg? Oh Gott, I'm so scared. Das glaube ich dir, Mark. Habe ich gerade die Aufnahme pausiert? Die Enter-Taste ist direkt am Und meine Aufnahmetaste ist die was habe ich jetzt? Put down the box. Okay, gut. Und jetzt gib mir Elisa. Elisa, sorry. Genau, ich habe ja eine Elisa, eine Zuschauerin. She's behind you. Schau nicht hin. Mark, was ist passiert? Du bist nicht echt. Are you okay? Where have you gone? I don't know. I don't remember anything. I'm a girl. You need to love me. I hear the door open. Let's go. Thanks, Mark. Thanks, your... Gut. Ich kann dir nicht trauen. Das ist genau das gleiche wie in... Wo war das bei Ib, oder? Wo dann diese Verrückte plötzlich da war? Ja, genau. Er hat eine Tür gehört, dass sie aufgegangen ist. Dann würde ich mal schätzen, die hier, ne? Oder waren wir hier schon? Oh mein Gott, ich habe mich wieder verlaufen. Ich weiß doch nicht, wo wir sind. Okay, hier waren wir nicht. Alles klar. So ein Typ, der hier alles beschützt. Wir gehen jetzt mal nach links, weil links ist das Guteste. Da kann ich nichts anklicken. Alles klar. Dann gehen wir jetzt weiter. Und die Treppen hoch. Und was rechts war, das finden wir nie heraus. Scheiße. Ich speichere mal eben. Safe. Gut. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Und wir nehmen mal eine Candle. Yes. Da muss ich wahrscheinlich wieder einen Stuhl hinschieben, oder? Oh, die Rätsel wiederholen sich. Was für ein Scheißspiel. Und dafür habe ich 600 Euro bezahlt. Eigentlich nur 60. Das stimmt auch nicht. Okay, ich habe gar nichts. Verdammt. Zeit... Was zum Teufel? Na, sag mir nicht, das ist jetzt ein Bug und ich habe den Raum unendlich lang gemacht. Das wäre wirklich toll. Der hat kein verdammtes Ende. Oh, ich... Moment, ich bin viel weiter nach rechts gegangen. Alles klar, das scheint dann falsch zu sein. Gut, haben wir hier was gefunden? Nein, das ist wirklich sehr toll. Dann würde ich sagen, wir schauen mal ganz kurz nach, was es rechts gibt. Okay, wir finden es doch heraus. Gut. Wahrscheinlich das gleiche, nur nach links. Oder nach oben. Beide Fresse! Wieso verschwindet der Ton ab und zu? Es ist da oben. Es will uns töten. Eine Uhr, sie schlägt. Uhren sind gewalttätig, die schlagen ständig. Pro Sekunde schlagen die. Und jetzt? Soll ich dich besteigen? Oh, oh. Was passiert?
Oder was ist passiert? Es sieht so aus, als würde die Zeit stehen bleiben. Lisa, kannst du mich hören? Nein? Nein, sie kann nicht. Oh, ich bin nicht alleine. Scheiße! Was willst du von uns? Dass du aufhörst zu spucken. Nun kommt sie mit mir. Ente dich, Duck you. Lass uns gehen. Oh, weg. Okay, die kannst du. Zeit ist stehen geblieben, alles klar. Ist der Raum jetzt auch stehen geblieben oder was? Was heißt das? Kann ich jetzt oben ganze Zeit nach links gehen? Oder aus der Map? Oh, warte. Das ist nützlich. Aber ich kann es nicht weiter nach oben schieben. Aber eigentlich wollte ich es hier zum Bild schieben. Aber gut, dann halt. Nein! Es kriegt mich gleich! Oh, scheiße. Wo sind wir denn gelandet und was ist das für ein Ding? Das verfolgt mich die ganze Zeit. Das ist das Monster. Wahrscheinlich ist das so ein Envy-Viech wie ein Full Metal Alchemist. Die ganzen Full Metal Alchemist-Fans wissen jetzt, wovon ich rede. Die anderen nicht. Ich bin tot. Ich werde sterben. War da gerade was? Oh. Ich habe auch gerade vorhin gelesen in diesem Walkthrough. Einer hat seinen Part All Four Endings genannt. Four Endings. Am Arsch. Nein. Ich werde keine Four Endings zeigen. Ich frage mich, ob ich überhaupt eins schaffe. Ein gutes, hoffentlich. Nimm das mit. Alles klar, wir können hier jeder herumschieben und alles Mögliche machen, aber will ich das denn überhaupt? So, rauf da. Das geht nicht. Dann lass ich's aus. Wenn's nicht geht, dann lass ich's auch. Das ist mein Gesetz. Außer bei einer Elisa. Wenn das nicht geht, dann werde ich es irgendwann schaffen. So. Okay, da geht's. Moment mal, das ist eine Lüge. Ach so, ich dachte, das da oben wäre ein Raum. Ha. Kann ich da raufsteigen? Ah, warte, ich hab eine Idee. Moment. Ach komm, ja, jetzt. Yes! Zack. Nein, das ist falsch. Nein. Ich glaube, ich hab's aus der Map gehauen. Egal, ist mir jetzt auch egal, aber ich glaube. Warte mal, ich will mal versuchen, jetzt da rüber zu kommen. Das klappt. Ich brauche nur einen Stuhl. Alles klar. Zack. Und dieser Stuhl darf jetzt nur nicht wieder aus der Map gepackt werden. Das wäre wirklich super toll. Ich sollte Bäcker werden von Hauptberuf. Schau auf, wie alles verborgen ist. Huh? Das stimmt mir dazu. Zack. Pff, du mich auch, ey. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Jetzt funktioniert es plötzlich wieder nicht. Ich versteh's einfach nicht. Okay. Gut, und wonach suche ich jetzt eigentlich? Wir sind jetzt in der anderen Welt gelandet und Elisa wurde entführt. Das uns sehr traurig macht. Ja. So. Musik, du übertreibst es ein wenig. Ja, was soll ich denn hier machen? Hier gibt es nichts. Gar nichts. Keinen einzigen Hinweis. Da drüben kann ich mich auch nicht durchquetschen. Was für ein Scheiß. Okay. Oh, war das gerade ein Durchgang? Ah, oh. Aha. Und wohin muss ich mit diesem Tisch jetzt hin? Okay, vielleicht das da hinten. Moment, das ergibt Sinn in irgendeiner Dimension. Oder soll ich da oben hin? Nein, da passe ich ja nicht durch. Das wäre sinnlos, wenn ich das da wirklich machen sollte. Okay. Ganz easy. Wir stehen jetzt das da oben hin. Wenn ihr einverstanden seid, seid ihr einverstanden? Gut. Ja. Einer von 10 sind einverstanden, dann tue ich. Der hat auch eine Stimme. Oh nein! Oh. Halt mich in den Wahnsinn. Es geht nicht. Ach, jetzt geht's, oder? Okay, man darf nicht zu sehr dran. Okay. Ich glaube, da ist jemand wütend, dass wir das. Ah, was ist das? Moment mal, hier ist Blut. Hier war vorher kein Blut. Okay, komm. So. Ist klar. Alles klar, das ist jetzt dran gesetzt. Jetzt brauchen wir noch einen Stuhl. Ja, das ist am auffälligsten. Also, ich hoffe, das ist auch jetzt richtig. So. Na, vielleicht ist das richtiger. Nein, ist es immer noch nicht zu genau, oder ist es jetzt falsch? So. Ach, das geht doch nicht. Warte mal, hier war das Blut vorher da. Was soll ich denn hier erreichen? Gar nichts. Die Fackel da oben, die brennt vielleicht komisch, nein, die andere brennt genauso.
Na, warte mal, dann machen wir es so, dass ich das da hinten hin mache. Zack. Und? Hab ganz vergessen, wir können uns ja verflüssigen im Spiel. Stimmt ja, ganz vergessen. Gut, Mark war ja früher Flubber. Kennt ihr den noch? Ja. Später hat er dann einen Job bekommen als Ditto in Pokémon. Aber da kann man nicht weit, jetzt ist er halt Videospiele-Held in einem bescheidenen Spiel, das sehr gut ist. Ach du Kacke. Ich folge einfach meiner Nase. So, mein Instinkt sagt mir, ich soll hier und dann da lang. Alles klar, das ist easy. Und das ist, ja klar, klar, wir müssen nach rechts auf jeden Fall. Und jetzt nur noch nach oben, dann sollte sich gleich eine Tür öffnen, mit der wir hier entkommen. Warte mal, wo ist die Tür? Warte, die müsste gleich kommen. Ach, eine weiter. So, und seht ihr? Jetzt noch hier oben hin. Nee. Viele denken ja, man muss hier lang. Und das ist auch richtig. Falsch. Ja, das ist richtig falsch, da lang zu gehen. Deswegen sollte man unbedingt hier hingehen. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, gab es da einen Hinweis oder sowas? Wenn ja, habe ich nicht gesehen. Und Hinweise sind ja eh für Noobs, weil da wird alles viel einfacher und das nervt. Ich habe das Gefühl, ich bin voll... Nein. Hier muss ich nicht hin. Ich muss weiter nach links. Ganz nach links. Das ist aber zu weit links. Viel zu weit ist links. So, wir müssen auf jeden Fall den gutesten Weg finden. Ach, komm. Dieses Guteste. Gott, habe ich wieder einen Trend gesetzt, was? Holly, der kleine Trendsetter. Pff, siehst du? Easy. Pam. This seems to be all part of the school. There's nothing here. Beside these monsters. Alles klar, gut, Freunde. Dann mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und ich speichere mal. Und mögt ihr das Spiel? Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr mögt, was nicht. Weil ich spiele ja auch mit euch, für euch. Und ich werde sie dann durchlesen und danach werde ich euch blocken, weil Leute, die meine Videos... Nein, Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von In the Shadows. Bis dann.